Hallo, liebe YouTube-Freunde. Wer errät, wo ich heute bin, wer in der letzten Zeit ein wenig YouTube geschaut hat, auf andere Gartl-Kanäle, der wird schon erraten und kennt den Platz da. Das ist der Kohldeich von Florian, wie Kotti. Wir sind da jetzt gewesen, von gestern auf heute, beim YouTuber-Treffen 2018. Vielleicht hat wer den Livestream gesehen, wo wir dabei waren. Und wir machen jetzt da noch so einen kleinen Filter und einen kleinen Rundgang durch den Garten von Florian. Wir stellen den Garten ein wenig vor. Und ja, das Treffen war wunderbar schön. Wir haben es genossen, wir haben kulinarisch verwöhnt worden. Haufen Gemüse, haben viel fachgesimpelt. Und das war wirklich ein netter Abend und jetzt noch ein netter Vormittag. Und jetzt gehen wir einfach mal eine Runde durch den Garten und fragen die Leute, ein bisschen gefallen hat. Und stellen die anderen ein bisschen vor, die was von unseren Abonnenten, die nicht kennen. Dann schauen wir mal runter. Ja, das ist der Tobias, das ist ein Newcomer. Der kann auch kurz seinen Kanal vorstellen. Ja, auf meinem Kanal geht es hauptsächlich um Garten, aber auch um meinen Beruf als Steinmetz und Steinbildhauer. Da habe ich auch ab und zu ein paar Videos. Ich habe jetzt gehört, ihr habt auch einen Steinbruch, ne? Ja, genau, das ist herzlich mal willkommen. Ich habe es mit deinem Bruder schon drüber gehabt, das wäre für mich sehr interessant. Da werde ich auf jeden Fall mal drauf zurückkommen. Aber das ist Granit. Ja, haben wir drüber gehabt. Mein Spezialgebiet ist Sandstein, aber Granit ist natürlich auch ein tolles Material. Ist halt nicht so einfach zu bearbeiten wie unseren Sandstein. Aber das doch ein geiles Zeug. Ja, und freut mich, wenn wir den mal sehen in Österreich. Ja, gerne, gerne. Schauen wir mal, wer der Besitzer von deinem Ding ist. Wie weißt du, wie das funktioniert? Also, wer weiß, wer der Kopf zu deinem gehört? Hast du ein Wort dazu sagen, was das für einen Hintergrund hat? Ja, der Zwerg, eigentlich gehört der Körper auch dazu. Das ist der Gimli, der ist mehr oder weniger mein Maskottchen. Ist von meiner Oma ursprünglich aus dem Garten, jetzt ist er mein. Und ja, da am Garten-YouTuber-Treffen wird oft sein Kopf entwendet. Warum, weiß ich nicht, das darf halt irgendwie so eine Leidenschaft sein von den anderen. Das haben wir rausgekommen. Ja. Also der Trumpf ist ja Österreicher, wenn man im Dialekt gut merkt. Der kommt aus dem, ja, aus dem nördlichen Niederösterreich, Weifel. Ja. Und ist auch ein super lustiger YouTube-Kanal. Der Ninja ist der Max, den kennen sich ja viele und der kann ein paar Worte sagen auf unserem Kanal. Ja, was soll ich sagen, was will ich denn hören? Versteht ihr meinen Dialekt? Also ich verstehe euren sehr gut, ich freue mich auch immer über Dialekt, ich finde es klasse, also allein der Dialekt, Daumen hoch, wirklich, ist auch authentisch. Und ansonsten, ja, Garteln, wir kennen uns auch schon eine Weile, seit ich auf YouTube dabei bin, habe ich einen Blick. Und jetzt ist es schön, dass wir uns auch mal getroffen haben persönlich. Auch der Mann hinter der Kamera. Ich habe ja zumindest vom See irgendwo gekannt. Den sieht man, der ist gut versteckt. Und was mit dem dort gemacht wird, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was da ist. Nein, wir bringen ihn wieder zu. Er kommt wieder auf seinen Körper, sonst ist gut. Kann nicht heimfahren. Ja, da haben wir jetzt den dritten Öse im Brunnen da in Deutschland herassen. Wir haben ja schon einige Videos mit dem Dominik gemacht. Die glaube ich, die meisten kennen auch. Letztes Jahr, wie ich im Rotgottigarten war der Dominik zwei Tage, was war es vorher da, da habe ich noch gar nicht gekannt. Und Gotti war ganz glücklich, weil der Dominik da ein paar Obstbäume geschnitten hat und die schauen wir jetzt mit dem Dominik da. Magst du noch ein paar Wörter zu deinem Kanal sagen? Ja, wer uns noch nicht kennt, der soll natürlich gerne mal vorbeischauen. Bei uns gibt es Tipps, wie man mit Obst umgeht, wie man Obstbäume schneidet, wie man richtig pflanzt, wie man sie richtig pflegt. Und jetzt im Moment starten wir gerade eine Serie, die mir ganz besonders am Herzen liegt, wo wir uns um Bodenaufbau, ums Bodenleben kümmern, wie man Humus aufbaut, unsere Böden wieder vital macht. Finde ich einfach was ganz besonders Wichtiges. Deswegen, das sind die Themen, die in nächster Zeit bei uns kommen. Ja, da haben wir einen jungen YouTuber, der Thomas. Kannst du auch kurz also deinen Kanal sagen und wer du bist und da wo du kommst? Ja, ich bin der Thomas vom am Kirschbaum links. Bei mir auf dem Kanal gibt es so eigentlich so Sachen wie Folgekulturen, also Gärtner auf kleinsten Raum. Dann habe ich ein paar Bienen noch da. Dann gibt es ab und zu mal auch jetzt Bauprojekte. Ich baue jetzt gerade meine Imkerwerkstatt aus. Also ja, viel zu sehen, alles was um die Selbstversorgung sich handelt oder dreht. Wieso hast du den Kirschbaum links eigentlich? Also bei mir steht ein Kirschbaum und wenn ich in den Garten reinkomme und die Felder sind alle links vom Kirschbaum, deswegen habe ich gesagt, perfekter Kanalname. Links ist der Gemüsegarten, also am Kirschbaum links. Also wenn man die sucht, dann muss man einfach beim Kirschbaum links in den Garten gehen. Genau, da wächst das ganze Gemüse.
Passt, okay. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, würde mich freuen. Okay. Ja, den Radsprung kennen wahrscheinlich die meisten. Der kommt von Köln um, glaube ich, oder ist das? Ja, zwischen Köln und Düsseldorf. Der macht auf Selbstversorgung wirklich ganz interessant, wie er das alles hinbringt. Lebst du wirklich davon? Jetzt es ist ein Rechenspiel. Theoretisch würde ich für 2-2,5 Personen genügend Kalorien produzieren, nur mit der Diät, die dabei rauskommt. Ja, bist du ja ziemlich schlank. Also dick wird man nicht als Selbstversorger, das steht schon mal fest. Nee, ganz sicher nicht. Man muss viel zu viel Arbeit aufwenden, man hat gar keine Zeit, Fett anzusetzen. Ne? Genau, wie hat dir das festgefallen? Prima. Das Festival ist ja fast... Das ist mal lustig, mal zu sehen, was für Charaktere da sind. Das erste habt ihr bei dir gemacht, oder? Ja. Ja, da, bist du so ein Dialekt, finde ich. Ich könnte, wenn ich wollte. Aber ich doch nicht. Aber ich doch nicht. Ah, dann da wird es dann schwierig. Da versteht man gar nichts mehr. Hat mir wirklich gefallen, dass ich dich kennengelernt habe. Sehr. Weil deine Videos haben wir oft geschaut. Ja, ich komme bestimmt mal bei euch vorbei, wenn ihr mal, wenn ich mal in die Richtung Österreich wieder unterwegs bin. Dann. Ja, freue ich uns. Vielleicht machen wir nächstes Jahr irgendwas YouTube-Treffen so in Österreich oder die Landesgartenschau bei uns. Sicher interessant mal. Ja. Aber so. Wir haben ein gutes Bier allerdings. Zigaretten gibt es auch. Genau, was hast du gesagt? Wir haben einen. Hab ich verstanden. Ja, da sitzt der Sascha, den kennen wahrscheinlich auch ganz viele Leute. Okay. Ja. Self-Bio? Genau. Vielleicht machst du ein paar Worte sonst zu deinem Kanal. Ist ein Gartenkanal. Richtig. Geht's da nicht um Werkzeug? Kein Werkzeug, keine Schminktipps. Pure Garten. Ja, so Gartenumwelt, ja, wo du sagst Werkzeug vielleicht so ein bisschen, was man so braucht als Traktor, Bagger. Ja, oder ein bisschen kleiner noch. Für den Hobbygärtner so Sachen. Versuchen halt Profi-Tipps für Hobbygärtner. Ein Kollege, der Marcel, hat wie ihr eine Gärtnerei, ja, auf Gemüse. Spezialisiert im selben Ort und da machen wir sehr viele Videos, viel über Tomaten. Wir haben eine Serie, das 100 Tomatensorten Gewächs oder wie es auch österreichisch hieß, das 100 Paradeiser Sorten Glashaus. Das war ja mein eigenes Video, die ganzen Gemüsesorten, was in Österreich und in Deutschland anders heißen. Das werden wir mal machen, ich glaube, das ist interessant. Paradeiser, Schwammerln, Kartoffeln, Blumenkohl, was sagt ihr? Kardamom. Und so weiter. Ja. Sprossenkohl? Brokkoli? Nein. Sprossenkohl ist Blumen, na? Was ist Sprossenkohl? Wer weiß? Rosenkohl? Rosenkohl. Rosenkohl. Rosenkohl ging. Rassikohl, Racea wäre es auf Botanisch, aber auf Deutsch und Österreichisch ist es schwieriger. Wie hat dir das festgefallen? Gut. Gut. Anstrengend. Ja. Mehrere Tage da. Schon so. Er hat viel gehört, glaube ich, und viel gegriffen, dass das Ganze zustande gekommen ist und dass das Ganze aufgebaut worden ist. Aber habt super, wenn es hier Termin von der Zeit. Gemütlich und voll nett. Ja. Ja, da sind auch wieder ein paar Reste von einem Fest. Das sind, glaube ich, lauter Beefkes. So drei Öses. Und wie viele Beefkes waren wir? Die können Sie sich da kurz mal vorstellen, wer das alles sind, wer es nicht kennt. Ja, ich bin die Johanna von Johannas Landleben und Küche. Ich zeige euch ganz viel, wie man das, was man im Garten erntet, auch in Töpfe und in Gläser bekommt und viel für Umwelt halt unterwegs. Welche Marmelade war von dir? Marmelade, Honig habe ich mitgebracht. Rapshonig und also Frühtracht und Sommertracht. Ah, das Apfel, was war das? Das ist von der Hausherrin. Das ist von der Hausherrin? Ah, ja. Das ist doppelt lecker. Okay, da haben wir wenn über Permakultur. Genau, Kerstin von Permaglück. Zusammen mit Marcel. Ja, bei uns geht es um Permakultur. Wir sind jetzt gerade erst aus Holland nach Deutschland umgezogen, sind eigentlich noch mitten im Umzug, sitzen da auf unseren Umzugskisten und genau, ab nächstes Jahr gründen wir eine Permakultur-Gemüsegärtnerei und dann geht es richtig los. Weitermachen. Ja? Sicher. Ja, Stefan von Stefans Hobbygarten. Und ich habe eine Konfitüre mitgebracht. Das war einmal die Johannisbeer-Marmelade oder Konfitüre und aha, die kleinen Johannisbeer-Tomaten. Achso, genau. Die waren lecker. Ja, ja. Und bei mir auf dem Kanal sieht man alles Mögliche aus meinem Garten, viele Bastelarbeiten und hin und wieder auch mal ein paar Touren mit dem Motorrad. Mit der Drohne. Auch mit der Drohne, ja.
Und gleich nebenan der Heiko von 1001 Gartentipp, der mit dem schwarzen Daumen. Und bei mir geht es ja um die Vielfalt, viel Gemüse und Hühner, Bienen, Schweine, alles was mir Spaß macht. Ja, die Kerstin hat schon gesagt, ich gehöre zur Kerstin. Wir haben ja viel über Permakultur und Gemüsegärtnerei gesprochen und ja, da wird es demnächst viel drüber geben. Ja, ich bin Laura von Vegasmus, Liebe geht durch den Magen und bei mir geht es viel um Nachhaltigkeit beim Gärtnern und auch Permakultur ganz viel und natürlich vegan Gärtnern. Das hat ja auch so ein paar Herausforderungen und das macht immer ganz viel Spaß. Ja, da haben wir auch ganz eine bekannte YouTuberin, die Jane von Gemüsevideos. Ist einer von meinen Lieblingskanälen, weil es einfach so herzlich macht es und so familiär. Die Jane, die gefällt jetzt das Fest. Ja, Fest. Es hieß ja eigentlich Treffen, aber man kann es mittlerweile schon Festival nennen, weil es ist so schön, alle machen irgendwie was und das Wetter ist toll. Es ist so, ja, familiär hier auch, die Community. Hat sich sonst immer digital getroffen, jetzt wieder in echt, das ist echt super schön. Ja, es ist wirklich lustig, wenn man mal alle so live trifft und wie alle sind. Vor der Kamera ist ja trotzdem jeder ein wenig anders. Mir ist zum Beispiel gestern aufgefallen, dass alle so richtig so auf YouTube gestylt waren. Heute ist es alles ein wenig familiär und natürlicher, wirklich voll gut. Was aber sehr lustig ist, an jeder dritten Ecke, du gehst irgendwo vorbei, da wird gedreht, überall ist halt die Kamera an, hier wird fotografiert. Das gehört halt bei so einem YouTube-Treffen dann dazu, dann die Fachsimplerei. Aber darüber hinaus wird auch unheimlich viel privat geteilt, was ich auch sehr schön finde. Und wir sind uns ziemlich sympathisch. Ich glaube, wir werden in 10 Jahren oder so auch noch ein Treffen haben, wo wir uns dann alle wieder zusammen... Die Old Schools. Dann irgendwann sind wir dann wahrscheinlich Old Schools, ja. Genau. Möchtest du noch was zu deinem Kanal sagen? Ja, vielleicht stelle ich es mal kurz vor. Wer uns noch nicht kennt, bei uns im Garten Gemüsekiosk zeigen wir in den Videos, was wir so anbauen, wie wir es hinterher verarbeiten, was so unsere Tipps sind, wie es gut funktioniert, was eben auch nicht funktioniert. Und wir probieren auch immer gerne aus. Und ja, du sagtest eben schon familiär. Und mein Mann und ich haben so ein Faible für Kameras und Farben. Und zum Beispiel jetzt der Gartenrundgang im August wird bei Nacht gedreht. Wir haben halt auch so ein bisschen den Anspruch, dass es... Dass es auch so ein bisschen Entertainment und Entspannungsfernsehen auch ein bisschen ist. Das heißt Fernsehen und YouTube. Also unbedingt vorbeischauen. Wahnsinnig interessant. Und sie haben auch einen Webshop, wo man was kaufen kann. Ja. Das haben nicht alle. Okay, dann schauen wir weiter. Ich denke gerade in die Kamera schauen. Ja, da. Der Florian gibt mir immer gute Tipps, wie ich mich verbessern kann und ich soll in die Kamera schauen, hat er gesagt. Das ist der Florian, wer ihn nicht kennt, ich glaube, das kennt jeder. Das ist der Hausherr vom Treffen oder jetzt schon haben wir gesagt, Fies Festival. Festival. YouTube Festival. Es war jetzt wirklich eine angenehme Zeit dabei. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat super, uns wirklich total gefreut. Schön, dass ihr da wart, war echt toll. Ja. Mhm. Und auch der Mann hinter der Kamera, Johannes. Darf man nicht vergessen. Ja, wie geht's dir mit dem Garten eigentlich so? Garten ganz durchwachsen. Also es gibt Sachen, die sind super gegangen. Im Gewächshaus die Tomaten sind explodiert heuer, super. Und andere Sachen, wie der Brokkoli hier, den du da siehst, angepflanzt, also vorgezogen, rausgepflanzt. Und ich habe, glaube ich, 2 so Brokkoli-Röschen geerntet und der Rest sofort geschossen, alles in die Blüte gegangen. Macht das dann nur so kleine, oder? Ja, das ist die Sorte Calabrese, der macht eh, nachdem ich den Hauptstrom geerntet habe, macht er dann noch so Seitenausläufer. Und die sind aber alle gleich ausgerutscht? Alle gleich, zack, in die Höhe. Kann das sein, das liegt an der Hitze oder was das ist das? Das liegt sicher an der Hitze, ja, dass das er so schnell geschossen ist. Also habe ich keinen Fehler gemacht, sondern es war auch immer unterm Netz. Aber da siehst du, habe ich einen Strunk ernten können, hier in der Mitte. Und die restlichen, die rauskamen, dann alles sofort in die Blüte. Ganz kleine Rosetten und dann sofort genau in die Höhe geschossen. Okay. Du hast einen Haufen Samen davon. Immerhin, da kannst du... Ich lasse das Zeug auch stehen. Haben jetzt die Bienen was davon gehabt. Das hat wunderschön gelb geblüht. Dann habe ich die Samen. Und als drittes, das Ganze schmeiße ich dann den Hühnern rein. Dann nagen die noch die Blätter ab. Das lieben die ja. Perfekt. Was ist das dahinter, Pflanzen? Da haben wir die Ansätze jetzt einbeigen. Meinst du das, was hier so schön geblüht hatte? Ja, ich kenne das. Das kennst du. Da habe ich bei dir mal ein Video gesehen. Echt? Das hast du dann tatsächlich... eingerollt und geraucht, ne? Den Tabak. Das ist der Tabak, ja. Den habe ich. Der sah ja gut aus, aber hätte ich ein bisschen früher ernten können. Den hätte ich überhaupt ernten müssen, dann die fermentiert man ja die Blätter. Das ist nichts mehr hier. Naja. Riechen tut's gut. Tatsächlich wie Tabak, ja. Man kann sicher in der Gewürzmischung für. Aber die werde ich jetzt noch ernten
fermentieren und dann tatsächlich mal was draus machen. Aus dem Rest werde ich mir, ich weiß nicht, ob es klappt, werde ich versuchen, eine Jauche machen. Verjauchen. Als Insektizid ist super. Als Insektizid verwenden, ja. Genau, da kann man sicher was machen draus. Das und ist interessant, auch immer machst du wieder. Es war außerdem auch eine wunderschöne Blühpflanze. Also es ist auch als Tierpflanze schön gewesen. Warst du besorgen, was das für eine war? Nein, weiß ich nicht. Die habe ich in Erftstadt bekommen, da beim letzten Garten-YouTuber-Treffen, beziehungsweise... Hat aber rot blüht wahrscheinlich, oder? Weiß. Weiß-rosa, sowas. Weiß-rosa, ja. Es gibt ja verschiedene. Die Samen kann ich verwenden, ne? Die Samen kannst du verwenden. Gut. Du kannst... Ja, mini. Hm? Du kannst deinen ganzen Garten versetzen. Ja. 2 Hektar mehr, glaube ich. Wunderschön, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß, dass ich habe eine von Kuba, die hat eine gelbe Blüten, so eine große, gefüllte. Aha. Wunderbar schön. Wird nicht so hoch. Das ist das, was ich brauche. Ja, okay. Kameramann ist diesmal mit vor der Kamera. Dank Max das und seiner Verstärkung. Sehr gern. Es geht auch nicht dem Rekordeland, dass der Kameramann mal vor die Kamera kommt. Eben. Ja, finde ich super. So schade, dass man dich so selten sieht. Naja. Er macht ja den Job hinter der Kamera, ist auch total wichtig, wie bei mir der Günni. Du schaust nur besser aus. Ja. Hier noch eine Frage, Pflanze. Genau. Da habe ich dieses Jahr mal Soja angepflanzt. Hattest du das schon mal im Garten? Nein, ich kenne zwei Felder schon in Österreich, die was großflächig ansetzen. Kommt bei uns, bei euch auch jetzt langsam, ne? Kommt bei uns nämlich auch. Ja. Und ich habe es hier zum Ausprobieren, ich spoiler jetzt mal. Ich mache da natürlich kein Viehfutter draus, sondern will ich selber essen, und zwar als Edamame. Hast du schon mal gehört? Na? Gibt es beim Japaner. Und zwar, die machen diese Schoten hier einfach in heißes Wasser, ein bisschen weich kochen, dann kommt Salz mit drauf und dann isst du die du zuzelst die aus. Ah. Zuzelst die Kerne raus, dann hast du die Salzkruste auf der Zunge und dann die Kerne. Die Schale schmeißt natürlich weg. Und das schmeckt richtig gut, muss ich sagen. Mhm. So schmeckt es ja fast wie Erbsen, oder? Wie ja, ganz ähnlich, ne? Sind aber roh nicht giftig, oder? Die, wie eine Bohne. Wir werden es rausfinden. Ja. Das wirst du am Morgen in den Ohren gehen. Aber die schmecken auf jeden Fall, ne? Die schmecken gut, ja? Ja. Also, wenn man noch etwas online ist für uns, dann ist es genießbar gewesen und sonst. Ja. Nicht noch mal. Schön war es im Rigotti-Land, aber... Auf der Heimfahrt verunglückt. Mhm. Ja, Florian, herzlichen Dank, dass wir bei dir haben dürfen. Ja, vielen Dank. Wir wirklich gefreut. Ganz im Gegenteil, ich bedanke mich, dass ihr gekommen seid. War auch ein weiter Weg. Mhm. Und wir hatten echt wir tolle Zeit. Dann. Ja. Wir haben den kürzesten Weg gehabt, Oli. Echt wahr? Wir haben 2:50. Okay. Du bist unser nächster Nachbar. Cool. Ich glaube, dass der Dominik weiter weg ist als du. Ja, Dominik ist deutlich weit weg, weg. Also war hinter Wien da, oberhalb von Wien. Oberhalb von Wien, aber waren wir zum Dominik fahren, war das weiter. Ja. Auf jeden Fall komme ich euch gerne mal besuchen, müssen wir unbedingt machen, nachdem ich euch das letzte Mal versetzt habe, da den Dominik besucht habe, tut mir leid. Auch nicht. Und wird sicher mehr recht sein. Genau. Bestimmt. Weiter. Right. Dann sage ich Tschüss, ihr habt noch einen Weg vor euch. Ja, Johannes. Danke, Florian. Und bis zum nächsten Mal. Und du kriegst noch deine Pfeile zurück. Eine Pfeile gibt es noch zum Austauschen. Genau. Das machen wir noch. Das machen wir. Dann? Also. Ciao. Ciao. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Ja.